Zwei Schlafplätze im Kastenwagen sind dir zu wenig? Es gibt zwei Lösungen. Die eine Lösung davon zeige ich euch hier. Da habe ich ein großes, langes Bett aufgebaut, über die Dinette bis hin zur Schiebetür. Hier auf einem Brett, das da drüber bis zum Tisch aufgebaut ist, mit einem festen Fuß drunter. Zwei Matratzenteile dazu, eins, zwei. Hier habe ich den Tisch drunter. Und hier habe ich die zweite Möglichkeit von einem dritten Bett im Kastenwagen, nämlich hier im Fahrerhaus aufgebaut über den beiden Sitzen. Das ist hier festgemacht, fixiert oben am Haltegriff, dass ich da schön mit dem Schulter- und Kopfbereich drauf liegen kann und geht hier am Lenkrad vorbei bis zur anderen Seite rüber. Das ist insgesamt ein bisschen kürzer wie das andere Bett, was ich gerade vorgestellt habe. Welche Möglichkeiten der beiden favorisiere ich? Ganz klar, das hier im Fahrerhaus. Wenn das hier vorne aufgebaut ist, habe ich hier schön Platz rein und raus zu gehen, komme an meinen Kühlschrank dran und niemand liegt im Weg rum.